Eine bis zu 50 Meter lange Schlange hat sich am vergangenen Samstag auf der Frankfurter Zeil gebildet. Der britische Künstler Jay Sean stattete der Bankenstadt einen Besuch ab und trat im Gibson Club auf. Nachdem er 5 Jahre lang nicht mehr in Deutschland war, freuten sich die Jay Sean-Besucher auf den Weltstar aus London besonders. Vor ungefähr 6, 7 Jahren von einem meiner besten Freunden bin ich auf Jay Sean gekommen. Ich habe angefangen, dem seine Lieder zu hören. Und seitdem bin ich ein Riesenfan von Jay Sean. Ich habe alle seine Lieder über 1000 Mal gehört. Und ich hoffe, dass der heute gute Show abliefert, dass der lang genug da ist. Ja, es war eigentlich ziemlich leicht, in die erste Reihe zu kommen. Muss halt früh da sein und lang anstehen. Ich freue mich echt total, den heute zu sehen. Wäre bestimmt cool. Ich finde das natürlich saugeil, dass er hier ist. Weil ich meine, hier in Frankfurt vor allem und jemand, der aus Amerika schon so einen Status hat, da möchte man schon gerne hin und ein Fan auf jeden Fall. Vor allem seine alten Lieder habe ich sau gern gefeiert und ja, bin froh hier zu sein. Doch nicht nur die Fans freuten sich, dass der Brite mal wieder in Deutschland war. Auch für Jay Sean war das Konzert im Gibson Club etwas Besonderes. Oh, I enjoyed the concert so much, man. It was so much fun for me. I mean, this is the first time in 5 years that I've actually been able to come back to Germany and do a, you know, a full hour-long set. So that was special for me to see how many fans knew all my old material and all the new stuff. It was great. In Frankfurt spielte er seine größten Hits. Von der Hitsingle Down, mit der er 2009 mehrere Wochen auf Platz 1 der amerikanischen Billboard-Charts war und damit die Black Eyed Peas vom Thron stieß. Bis hin zu seiner aktuellen Single So High. So High wird auf seinem neuen Album Worth It All sein, das er bald rausbringen wird. Uns hat er erzählt, was die Fans auf dem Album erwartet. For all of my fans who know me for the more fun, up-tempo party songs, yeah, which is definitely a massive part of me. Of course, there's that party side of me. All my friends can tell you, I love to have fun. I love to have, you know, a great time. So I do like those records. But there's also the other side of me. People who know the songs like Ride It and Stay, and maybe it's a bit more soulful, a bit more on the R&B side of things. So this album is going to be a nice blend of the two. There's going to be the R&B songs. There's going to be acoustic songs, and then there's going to be some pop dance records. Direkt nach dem Konzert in Frankfurt ging es für Jay Sean weiter zu einem Gig nach Dortmund. Stressig ist es für ihn allerdings nicht. I'm so used to it now, the traveling, that I think I'm able to do a show and just go to sleep and be fine. I know there's a lot of people who can't do that, but I guess I'm lucky I've been doing it for 10 years, so for me you get used to it. Für alle OP Online-Fans hat sich der Weltstar vor seiner Weiterfahrt noch einen ganz besonderen Abschied überlegt. OP online.de, your boy, that would be epic boy Jay Sean. Peace.